EU will Deutschland zur Vorratsdatenspeicherung zwingen. Zwangsgeld droht. Schwarz-Gelb reagiert zerstritten. Berlin. Die EU-Kommission verlangt von der Bundesrepublik die sofortige Einführung der Vorratsdatenspeicherung, also der pauschalen Speicherung aller Verbindungsdaten der Internet- und Telefonnutzung. Am Donnerstag verhängte Brüssel ein Ultimatum von nur 4 Wochen für ein entsprechendes Gesetz. Ansonsten droht eine Klage vor dem Europäischen Gerichtshof, die zur Verhängung eines Zwangsgeldes führen dürfte. Hintergrund ist eine EU-Richtlinie, die den Mitgliedstaaten unter dem Vorwand der Terrorismusbekämpfung die Einführung der Vorratsdatenspeicherung diktiert. Weder die nationalen Parlamente noch die Völker werden dabei gefragt. Die schwarz-gelbe Bundesregierung reagierte gespalten. So drängen auf der einen Seite die Union und Bundesinnenminister Hans-Peter Friedrich von der CSU auf eine rasche Einführung. Die FDP um Justizministerin Leuthäuser-Schnarrenberger von der FDP möchte jedoch nur eine anlassbezogene Speicherung. Bereits im Jahr 2010 hatte das Bundesverfassungsgericht die Vorratsdatenspeicherung für verfassungswidrig erklärt. Doch das interessiert die Brüsseler Eurokraten offensichtlich nicht. Datenschützer weisen immer wieder auf die enormen Überwachungsmöglichkeiten samt Datenweitergabe ans Ausland und die Gefahr des Missbrauchs von Vorratsdaten hin. Zudem stellte erst am Mittwoch wieder ein Gutachten des Max-Planck-Instituts für ausländisches und internationales Strafrecht fest, dass Vorratsdatenspeicherung keinen messbaren Einfluss auf Aufklärungsquoten hat und das sogar insbesondere im Bereich der Computer- und Internetkriminalität. Auch der Vorwand der Terrorismusbekämpfung erscheint scheinheilig, zumal echte Terroristen sich der Überwachung kinderleicht entziehen können, indem sie auf Telefon und Computer verzichten. Nicht zuletzt können Sicherheitsbehörden jedoch schon jetzt mit einer richterlichen Anordnung alle benötigten Verbindungen verdächtiger Personen ausgiebig überwachen und aufzeichnen, wovon auch reger Gebrauch gemacht wird. Wer angesichts der wohl bevorstehenden Einführung nicht als völlig gläserner Mensch dastehen will, kann einige mehr oder weniger wirkungsvolle Tipps zur Anonymisierung der eigenen Kommunikation befolgen. Unter www.vorratsdatenspeicherung.de